Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ihr denkt euch, what? Es ist Mittwoch, wieso kommt ein Video? Hat einen bestimmten Grund, und zwar drehe ich das Video heute nicht alleine, wie ihr es vielleicht schon im Titel gelesen habt. Und zwar ist heute Justin mit auf dem Kanal. Ja, die meisten von euch kennen Justin. Yo, ich bin Justin und ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal Chris' erste Frage an. So, also die erste Frage. Würdest du eher einmal nackt durch die ganze Innenstadt laufen oder einen Monat das gleiche tragen, also Klamotten inklusive Unterwäsche und drum und dran? So eklig das ist, einen Monat lang dieselben Klamotten zu tragen, Alter, aber ich würde für kein Geld, ja doch, für natürlich irgendeinen krassen Geldbetrag, aber nee, ich würde auf keinen Fall nackt durch die City laufen, da würde ich schon lieber einen Monat lang dieselben Sachen tragen und versuchen, die möglichst kurz anzuhaben und alle zwei Stunden zu duschen oder so. Okay, die zweite Frage. Würdest du dich eher komplett von mir einkleiden lassen, das heißt von Kopf bis Fuß, und müsstest dann einen Tag einfach durch die Stadt laufen mit Kumpels oder so? Oder würdest du für einen Tag so richtig räudige Fake-Easys von Amazon tragen für so 20 Euro, wo das Pattern einfach so horizontal anstatt vertikal geht? Voll lustig, die Frage habe ich ihm auch gestellt, so ähnlich. Ja, nee, das mit den Yeezys würde ich nicht machen. Ich würde mich von dir einkleiden lassen, weil ich weiß, dass du einen nice Klamottengeschmack hast. Nice Sachen in deinem Kleiderschrank. Gut, ich weiß nicht, ob aus deinem Kleiderschrank oder ob neu kaufen. Aber ich würde auf jeden Fall die erste Variante nehmen. Und dann die letzte Frage. Und die letzte Frage ist ganz kurz. Und zwar, würdest du lieber deinen YouTube- oder deinen Instagram-Account löschen? Was? Okay, die gleiche Frage habe ich auch gestellt. Auch wenn ich mit YouTube Geld verdiene, würde ich lieber YouTube löschen als Instagram, weil ich finde, Bilder machen einfach mega cool. Ich finde das mega nice, mit Kumpels irgendwie in irgendwelche Städte zu fahren, da Bilder zu machen und so weiter. Deswegen würde ich lieber YouTube löschen als Instagram. Ja, das war's von meinem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann viel Spaß noch mit dem Rest vom Video. Peace. So, seine erste Frage lautet: Würdest du eher eine Woche lang Leggings tragen oder eine Woche lang die schlechtesten Fake Yeezys tragen? Digga, kein Bock mehr. Bro. Nee. Keine Ahnung. Mein Bruder hat ja öfter mal Leggings an, aber halt so zu Rick Owens und einer kurzen Hose und hat nicht so eine Damen-Leggings, sondern so eine Herren-Leggings. Deswegen, das finde ich ganz okay, aber selber für mich ist es nichts. Deswegen würde ich wahrscheinlich mich für die Yeezys entscheiden, auch wenn ich dann versuche, irgendwie so eine lange Schlaghose anzuziehen, die so komplett über die Schuhe drüber geht, damit das keiner sieht. Deswegen, ja, ich würde mich für die Fake Yeezys entscheiden. Würdest du eher deinen Kleiderschrank inklusive Schuhe verbrennen oder einen Monat lang ohne Kontakt zur Außenwelt leben? Ja, die meisten denken sich jetzt zwar, Junge, bist du dumm, aber ich glaube, ich würde zu Hause in der Bude sitzen und mir den ganzen Monat lang Netflix reinhauen und ja, keine Ahnung, den Kleiderschrank verbrennen, das ist... Also wenn ich mir ein paar Sachen aussuchen müsste, die ich verbrennen würde, dann ja. Aber wenn ich so alles verbrennen müsste, dann nee, safe nicht. Würdest du eher deinen Instagram-Account oder deinen YouTube-Account löschen? Das ist lustig, die gleiche Frage habe ich Justin auch gestellt. Und ich würde, wenn es um meinen Instagram-Account gehen würde, meinen Instagram-Account löschen, weil da lade ich eh nur so wacken Shit hoch. Keine Ahnung, was mir halt gerade so in den Sinn kommt. Und den YouTuber-Channel eben behalten, weil es mir halt mehr Spaß macht. Wenn es aber, glaube ich, um den YouTuber-Account von meinem Bruder gehen würde, den ich ja quasi mitführe, wo ich halt die ganzen Bilder mache und das Zeug bearbeite, dann weiß ich nicht, wie das Ganze ausschauen wird. Vielleicht würde ich dann sogar YouTube löschen, deswegen. Aber ich gehe mal davon aus, das bezieht sich auf meinen Insta, also ich lösche meinen Instagram-Account. Jo Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich weiß nicht, was ich sagen will. Jo Leute, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls euch das getaugt hat, dass ich mal, beziehungsweise wir mehr mit anderen YouTubern machen, lasst mal einen Kommentar da oder haut einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, schaut euch den anderen Teil bei Justin an und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.